Abu Bakr radiallahu anhu, ich glaube, wir haben noch nicht über ihn gesprochen gehabt, weil das der erste Hadith in diesem Buch ist, in dem Abu Bakr der Überlieferer ist. Abu Bakr radiallahu anhu, wie er hier, er erwähnt hier seinen Nasab, das heißt seine Herkunft, seine Abstammung aus einem bestimmten Grund. Keine Ahnung warum. Hat das ja nicht bei allen gemacht. Er hat das jetzt hier bei ihm einen recht langen Nasab erwähnt, seine Herkunftsabstammung. Weshalb? Er möchte hier aufzeigen damit, wo sich Abu Bakr mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überschneidet in seiner Herkunft und Abstammung. Er sagt ja hier, dass Abu Bakr Abdullah ist, das heißt, das ist sein Name. Abdullah ibn, man kann sich den Namen oder den Nasab von Abu Bakr ganz einfach einprägen. Ihr werdet sehen, dass die meisten Namen hier ein Ein haben. Ne? Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr. Viermal mit Ein begonnen. Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b. Da steht ibn Umar. Hm? Das ist aber Amr, wenn ich mich nicht irre. Ibn Amr ibn Ka'b. Ibn Sa'd, Ibn Taym, Ibn Murra, Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib. Bei Murra Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay trifft sich Abu Bakr mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die beiden sind auf eine gewisse Art und Weise verwandt miteinander, auch wenn es eine ferne Verwandtschaft ist, aber beide sind Qurashiyun. Tamam? Hm. Abu Bakr war der erste Mann, erste geschlechtsreife, freie Mann, der den Islam annahm. Mit Ittifaq der Historiker. Also es gibt keinen vor ihm. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über Abu Bakr, Abu Bakr hatte eine ganz besondere Stellung beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht nur bei den Muslimen, sondern beim Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst. Er sagte: Inna amanna an-nas alayya bimalihim wa suhbatihim Abu Bakr. Derjenige, der mir wohl am meisten etwas vorhalten kann in Bezug auf sein Hab und Gut und in Bezug auf seine Suhba, yani diese, ja, sagen wir, die Freundschaft oder die Loyalität, das ist Abu Bakr. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Und würde ich einen Khalil haben, Al-Khalil, wisst ihr, was das heißt? Man nennt Ibrahim Khalilullah. Al-Khalil ist jemand, mit dem man Sympathie, Loyalität und Liebe teilt, auf eine unerschöpfliche Art und Weise. Also Liebe, die jede Zelle deines Körpers beansprucht, wenn man das so sagen kann. Er sagte, hätte ich einen Khalil außer Allah, dann hätte ich Ibrahim zum Khalil genommen. Und Abu Bakr. Und Abu Bakr radiallahu anhu ist gestorben zwischen dem Maghrib und dem Isha nachts an einem Dienstag im Monat Jumada al-Ula, im letzten Zehntel des Monats Jumada al-Ula im Jahr 13. Im Jahr 13 nach der Hijra, in einem Alter von 63 Jahren. Er sagt hier, Hua wa Abuhu wa Ummuhu Sahaba. Er, also Abu Bakr, sein Vater, Abu Quhafa, seine Mutter, Salma bint Sakhr, Ummul Khair Salma bint Sakhr. Es ist sehr selten, dass diese Konstellation gegeben ist unter den Sahaba, dass sowohl die Person als auch seine Eltern und die Kinder, die schon älter sind, also, dass sie alle Muslime sind. Das gab es nur selten und Abu Bakrs Familie ist davon betroffen gewesen. Wobei der Vater von Abu Bakr, Abu Quhafa, erst
spät den Islam annahm, also Yawm al-Fath, am Tag der Eroberung Mekkas. Also recht spät eigentlich. Abu Bakr ist ja einer der Ersten, haben wir gesagt. Und auch sein Sohn hat den Islam erst später angenommen. Später als Abu Bakr. Ja.